Sir. Wird jetzt hier mal gefreistielt? Ja. Dope. Freestyle. Dope. Dope. Rocket Beat. Bonjour. Tue. Tue. Wir sind Tue. Wir sind Dope. Wir sind Dope. Wir sind Dope. Ich schläf kein Coke. Ich nehm nur Zero. Was geht ab, Junge? Ich bin Tue. Zero. Zero tolerant, wenn es Tue. Tue. Geht. Yeah, ich geb's dir jetzt ganz konkret. Dope. Yeah, zeig mir deine Tracks. Ich hab jetzt Sex mit Miam. Nein, das war nur gelogen. Dope. Yeah, jetzt ist mal Hannes dran. Tue. Digga, what? Ich hab Bock auf Chicken Masala. Ich hab nen dicken Allah und ich fress den ganzen Abend nur Chicken Masala. Standard, dass ich was mit deiner Mom hab. Oder deinem Dad. Ich hab ihn abends gerne mal im Bett. Tue. Swag. Tue. Swag. Tue. Was geht mit Miriam? Was geht mit Miriam? Was geht mit Miriam? Ich hab Bock auf Chicken Masala. Chicken Masala. Unsere Band, die Band, die alle anderen Band beendet. Die Endband. Die Endband, die beste Band, die einzige Band, die übrig bleibt. Ja. Papa Kiki, wie heißt die? Papa Kiki, oder? Die heißt Papa Kiki. Hm? Hui. Toll, ja, also das war, ist toll. Ich finde es immer schön, die sagen eine Zeile und man weiß nie, ob sie damit ihre Karriere beenden oder ein F im Chat bekommen. Also das kann alles passieren. Es ist ja live und die Jungs, entweder sie reden sich um Kopf und Kragen. Oder sie haben die Monsterkarriere vor Augen und das entscheidet sich alles quasi mit jeder Zeile neu. Ja. Auch mit jedem Druck auf eine Taste kann es schon wieder komplett anders werden. Also es ist echt spannend, dabei zuzuschauen. Mit jedem Bild, was reingeschnitten wird, wird ein Star geboren, vielleicht. Vielleicht, oder auch einer zerstört. Also das ist Wahnsinn. Gut. Miriam! Genau. Die hätten gerne eine Zugabe. Merkst du, wie sie einfach langsam die Sendung... Die hätten gerne für sich eine Zugabe. Wie so ein Pilz, der so langsam, aber sicher alles einnimmt. Ja, die sind auch wie so... Die Band, das ist so eine Band, die dann die Ausgangstüren schließen lässt, wenn das Konzert vorbei ist, um noch eine Zugabe spielen zu können. So. Was, ihr wollt eine Zugabe? Dann spielen wir sie. So, apropos Zugabe. Wir haben auch noch eine Zugabe zu unserem Ausflug zum Klimansland. Da steht ja immer noch die Auflösung für euch offen. Simon und das SWAT-Team haben versucht, den irregulär entwendeten Webvideopreis zurückzuholen von dem Schergen-Team. Versucht? Oder haben wir es vielleicht geschafft? Ja, und es ist eine Geschichte, die ja dramatischer kaum sein kann. Wir haben da diesen jungen Empörkömmling Finn Kliman, der jetzt irgendwie was da so eine der, Show der auf Bauernhof hat. Der hat nicht mal einen Preis. Ich weiß, er war einmal nominiert. Und ich habe ihn angeguckt, als er letztendlich verloren hatte. Und dieser Blick hat schon... war so ein, wie so ein Minitekel. Er hat irgendwie schon vorausahnen lassen, welche grausame Macht in ihm schlummert, so, dass er zu sowas fähig ist. Das hat man da schon gesehen in diesem Moment. Und dann haben wir so Protagonisten wie den Ian, der ein Doppelt- und Dreifachagent ist und selbst gar nicht mehr weiß, für wen er eigentlich arbeitet, sodass er eigentlich gegen jeden arbeitet, ohne es selber zu merken. Wir haben, das trifft es, ja. Und das ist eine unglaublich spannende Konstellation und wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Da sind zwei Leute als Pferd verkleidet. Wir haben hier eine Situation, eine Live-Schalte gerade bekommen. Das ist jetzt sorry für die Programmunterbrechung. Was wir hier sehen, ist eine Live-Situation. Wir sind hier in unserem Situation Room. Was zur Hölle? Ich bin mir nicht sicher, ey. Wir müssen echt wissen, ob die schon raus sind. Ey, ich mach doch die Ratte, komm hier rein. Easy. Ja, was ist das Problem? Muss nur ein Pferd sein. Wir müssen wissen, ob die schon soweit sind. Keine Ahnung, Mann. Ich könnte mal auf den Stream von Kinans anschauen. Schauen wir mal auf den Stream. Die sollen es uns sagen. Die sagen uns eigentlich, dass sie das Pferd schon entdeckt haben. Aber sind die auch schon raus aus dem Haus? Schau mal auf den Stream.
Was ist da? Da ist ein Pferd im Klimansland. Wo ist denn der Heimwerker King? Ja. Wo sind wo ist denn der Finn? Wo ist er? Da. Wo ist Finn? Ey, wir sind große Fans. Oh Mann, ey. Ich seh das schon. Oh. Guck mal, ich hab euch auch einen Apfel mitgebracht. Ah. Da ist Apfel. Ist ein Pferd. Da vorne ist jetzt der Haupteingang. Und wir gehen jetzt hin. Hey, ganz ehrlich, wir sind echt ganz große Fans. Ja, schön, dass wir hier reinkommen. Aber es ist nicht mehr so geil wie früher, wenn wir das sagen dürfen. Ey, die GoPro fällt nicht mehr runter. Ach, weißt du, früher, da ist auch noch mal die GoPro umgefallen. Ja. Da war das nicht alles so professionell. Alles, weißt du, jetzt mit den öffentlichen, rechtlichen, das ist doch scheiße. Wir wollen den alten Finn wieder. Sag mal, was geht gerade vor sich? Ich verstehe nicht. Und ist das Pferd vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver? Dass sie die damit auf die falsche Fährte locken wollen? Okay, wir versuchen jetzt den Preis zu klauen. Ah, das ist SEAL Team 6. Das ist SEAL Team 6 jetzt. Okay, links sehen wir Simons Einsatzteam. Jetzt verstehe ich, sie haben ein trojanisches Pferd ins Klimasland geschleust. Und wir gehen jetzt den Webvideopreis zurückzuholen, den sie uns geklaut haben. Chance. Ja, wo ist er denn? Wo ist seine Arbeit? Fan? Ja, wo denn? Wo kommt ihr überhaupt her jetzt? Komm extra aus Lüneburg hierher. So ein Scheiß hier. Schön, junges Angebot, junges Angebot. Aber die alten Fans, die werden vergessen. Die alten Fans? Ich sehe ja nicht mal, wer ihr seid. Ich könnte euch ja nicht mal wiedererkennen. Da kniet. Das ist gerade live, Leute. Das ist live im Klimansland gerade. Oh, das gibt Klicks. Okay, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Okay, wo ist der Scheißpreis? Wo ist der Scheißpreis? Das geht bergab mit dem Kanal. Ich sag's euch, der eigene Kanal früher, das war noch geil. Echt, seitdem ihr diesen Chinesen da habt. Hat halt nur einer Talent in der Familie, Budimann. Verdammt, der Videopreis. So, Jungs, wollt ihr noch in irgendeiner Weise mit uns interagieren oder irgendwas Sinnvolles machen? Weil, pass auf, mein Punkt ist, hier kennt ihr ihn ja gar nicht. Ne? Und ich meine, wenn ihr und ich uns unterhalten, dann machen wir mal Witze und so und dann mache ich vielleicht auch mal einen dummen rassistischen Witz. Aber ihr kennt ihn ja nicht. Und ich verstehe, ihr spielt gerade eine Rolle und so. Aber so Chinesensprüche, ohne sein Gesicht einmal zu zeigen, das ist ein bisschen assi. Und ich verstehe auch, das ist auch witzig und so, hier ein bisschen rumpöbeln. Ich lache da auch drüber, ist echt total in Ordnung. Aber gerade ist jetzt nicht der freundlichste Erstkontakt. Ja, also, weißt du, Hauke, wir sind einfach enttäuscht. Ja, ich auch. Wirklich, wir mögen euch Kerle ja irgendwo. Der kann doch nicht so gut verstehen. Also, so Kram. Die spinnen doch. Oh Gott, nein, wo ist der Scheißpreis? Hier. Wo ist der? Oh, scheiße, die haben wir. Der war hier jetzt, ohne Scheiß, Mann. Haben die den weg, oder was? Nee. Bist du so arg? Nee, ich war der Erste. Ich war der Letzte. Wir können die nicht weg. Okay, vielen Dank. Du warst eine große Hilfe. Kommt her, kommt her. Fuck, wenn wir den Preis nicht kriegen, nehmen wir ein paar Monitore mit. Die Mütze da nehmen wir mit. Und diese Penner. Mann, dann hat. Oder will uns Ian gerade verarschen? Der Ian hat das bestimmt. Der Ian ist ein Triple-Agent. Der hat uns in die Scheiße reingelegt. Früher, weißt du, wenn mal die GoPro umgefallen ist, das aber fanden wir halt witzig. Stell dir mal vor, du baust ein Haus. Und dann komme ich zu dir nach Hause und du sagst, guck mal, mein Haus. Und ich sag, der Garten, das sieht scheiße aus. Mann, scheiße, Mann, der kann doch nicht den eingestellt haben. Jetzt ist er nicht mehr da, oder was? Wenn wir ihm den Bohrer einfach klauen. Also, sorry, ich mag dich echt gern. Du bist ein cooler Typ, aber sind nicht alle für die Kamera gemacht, ne? Nee, echt. Ja, nee, du, also, ne, von gleichem zu gleichem. Ich glaube, das ist eine ganz große Falle von Ian. Geht nicht. Nehmt den scheiß Preis und raus da, mal ganz ehrlich. Was ist das denn? Oh. Fuck, Mann. Wo ist die Scheiße hin, ey? Wir haben unseren. Mann, das ist echt kein Spaß mehr. Simon, hast du es gesehen? Was gesehen? Ist Hauke nach mir oder vor mir raus? Ja, weil wir euch zeigen wollten, dass ihr euch völlig vergaloppiert habt. Ach so. Ach, darum das Pferdekostüm? Ja. Ah, jetzt macht's auch annähernd Sinn.
Ian rennt wieder rein. Was geht ab? Wo ist er denn? Verdutzt. Irgendwie die erste Hilfe stehen. Die kommen gleich wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist doch. Wir uns gerade was anderes. Ja? Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Das habe ich gerade gefunden. Ja. Wo ist der scheiß Rest? Ich glaube, Ian will uns verarschen. Wo ist der scheiß Preis, Ian? Ian, du verarschst. Mann! Verarsche ich echt nicht. Scheiße. Geh nochmal einen hoch. Aber wo könnte er denn noch sein? Ich verarsche euch echt nicht. Leute, glaubt mir das. Ich glaube ja. Nichts. Mission failed. Aber dann sollen sie da nicht unseren Preis verstecken. Wo kommt ihr aus Lüneburg oder was? Ja, ja. Wie lange fahrt ihr da? Nicht so ewig, ne? Zwei Stunden? So lange. Nee, halt. Also das kann man schon mal machen. Und es war uns ja wichtig. Ja, wir finden es nicht hier. Tonne. Ja, wir finden es nicht. Was ist denn das für eine... Ist das euers? Was denn? Ein Labello, ein USB-Stick, ein Mentos und ein Handdesinfektionsmittel. Verdammt, was ist das jetzt für eine kranke Scheiße? Sind hier gleich... Wir müssen einfach abhauen jetzt, so gut nichts. Wir kommen hier raus, gibt's hier noch... Drohnensachen und so. Und die fünf. Guck mal, die hat noch einen vierten Stream das wahrscheinlich auch. Sehr gut. Da ist Hauke, der immer noch nicht geschnallt hat, dass es sich hierbei nicht um ein echtes Pferd handelt. Ja, danke schön. Ja, danke. Bist ein netter Kerl, danke. Ja, ich auch. Tschö, Jungs. Ciao. Das fucking Pferd läuft weg. Anscheinend hat ihr den Preis kaputt gemacht und ist anscheinend doch ein Doppel-Doppel-Agent. Unmöglich. Ein Triple-Agent. Und jetzt müssen wir irgendwie immer noch diesen verdammten Preis. Okay, ich habe eine neue Theorie. Ian hat den Preis kaputt gemacht und ihn wahrscheinlich irgendwo vergraben und behauptet jetzt, er hätte ihn nicht weggenommen. Was? Und da war einer mit der Kuppel auf dem Kopf und da hinten sind wir rausgekommen. Von draußen hast du den gesehen? Einer? Ja. Wie sieht der aus? Scheiße, die flüstern auch. Die flüstern. Ey! Ihr seid so dumm. So schnell gefahren. Ey, ich hab nichts damit zu tun. Was war die Idee? Ich musste es tun, sie haben mich gezwungen. Ich kann nichts. Nein, sie haben mich gezwungen. Wo ist der scheiß Preis? So, aber ich raff jetzt immer noch nicht, wo der Preis ist. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Ja, ist der Preis schon ist offensichtlich weg, weg, weg. Der Preis ist weg. Hat also, Klimastand jetzt gewonnen? Und kriegen die jetzt den Sendeplatz oder nicht? Man weiß es nicht, ne? Das weiß man nicht. Wir versuchen gerade den Lars an Hörer zu kriegen. Sekunde, ja, ich kann, ich kann jetzt ganz kurz... Lars, wir schalten ihn mal zu euch. Ja. Lars. Das ist eine Information, ganz wichtig für euch. Wir hören gerade, im Stream haben Zuschauer gesehen, dass Ian den Preis vor 5 Minuten noch in der Hand hatte. Ich höre gerade, was denn? Dass du den Preis vor 5 Minuten in der Hand hattest. Das hat der Stream gesehen. Wo ist der Scheißpreis? Schlag ihn! Nein! Wo ist der Scheißpreis? Ey, ich hatte den Preis! Vor 5 Minuten in der Hand! Ich hatte den Preis, natürlich, um ihn dahin zu packen. Jedenfalls hier ist das einzig wichtige, relevante Stück des Webvideopreises. Die obere linke Ecke. Menschen sagen, das ist die wichtigste Ecke des Webvideopreises. Wir wissen nicht, was los ist. Wir wissen nicht, wo der Scheißpreis ist. Die haben den zersägt. Ja, aber das schon vorher. Lustigerweise vor Ablauf des Ultimatums. Was für beschissene Erpresser sind das? Wie nach dem Motto, so einen kleinen Finger abgeschnitten und den Eltern geschickt, so zum Zeichen, dass man es ernst meint. Nachdem sie ein Video geschickt haben, wo sie gesagt haben, ihr habt 3 Tage Zeit, nach 2 Tagen kriegst du dann einen Finger. Also, sie haben alles falsch gemacht eigentlich. Ich würde sagen, das ist, also sie wollten ja einen Sendeplatz nach der Nummer und es ist jetzt nicht gespielt. Ich bin stinkwütend. Kriegen die ja nicht. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe es da auch schon im Livestream vorgeschlagen. Ich finde, die bekommen den Sendeplatz. Und zwar live. Das ist das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe noch eine bessere Idee. Du wirst sie auch besser finden, wenn ich zu Ende sprechen darf. Es ist eine Live-Sendung. Ich erlaube es. Und die kommt bei uns auf dem Sender. Und zwar Sonntag von 3 Uhr morgens bis 24 Uhr abends. Live, aber Qualitätsfernsehen. Das muss sein. Ja. Nicht nur eine GoPro. Nee.
Na, okay, sagen wir von Anfang, es reicht vielleicht von 2 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens. Das ist eine ordentliche Zeit. Den Rest können sie sich verdienen. Live, Sonntagmorgens 2 Uhr bis 5 Uhr kommt bei uns irgendwas Geiles mit Finn und Hauke. Punkt. Ich finde das gut. Lass uns das mal so rübergeben. Das ist ja. jetzt ist der Ball bei denen, wie man so schön sagt. Aber wir haben ja auch was zu feiern. Vielleicht, wir haben nicht mehr viel Zeit. Gleich kommt endlich Gold Roger. Alle warten schon drauf. Wir wissen das. Aber vorher müssen wir ganz kurz noch den Moment zelebrieren und diesen Preis, den wir mit viel harter Arbeit und einem über 9 Minuten langen Video, und keine Minute war zu lang, nein, keine einzige Sekunde war zu lang, es war auf den Punkt geschnitten, haben wir uns das erarbeitet. Hier ist er, bitteschön. 1/16 des Webvideopreises, den wir 2014 bekommen haben für die herausragende Und das ist übrigens... Das ist der wichtigste Teil auch. Ja, der alte Flocati hier gehört nicht dazu übrigens. Aber die haben den Original, die haben den wirklich mit der Kreissäge zersägt. Wie gesagt, lange bevor wir da waren. Ich finde, die beste Rolle hatte das Pferd. Das konnte ihnen nämlich mal sagen, was wir alle wirklich denken. Wobei ich mir nicht lange nicht sicher war, ob das nicht auch ein Pferdräter ist. So wie der Ian. Ja. Bei Ian weiß ich immer noch nicht. Wir rätseln weiter. Ganz klar ist es noch nicht. Unsere Forderung steht auf jeden Fall, entweder ihr kriegt einen beschissenen Sendeplatz oder wir kriegen unseren beschissenen Preis wieder. Hätten die mal den von 2016 genommen, der ist aus Metall, den hätte auch der Finn nicht auseinandergekriegt. Ja, deswegen haben die nämlich den alten genommen, weil die das genau wissen, haben die recherchiert. Das war kein Verbrechen aus dem Affekt, das war ein Verbrechen mit Planung. Aus Leidenschaft. aus Neid. Aus Neidenschaft. Das Schlimmste von allen Todsünden. Neid. Neid. Ist so. Also, was wollen wir dir noch mit auf den Weg geben? Den verdorbenen Dieben? Herpes. Herpes. Gesichts- und Augenherpes. Ja gut, also, wenn der Preis wieder da ist, können wir weiterschnacken. Ja. Ne? Bis es soweit ist, bleibt der Sendeplatz von morgens um 2 bis morgens um 5. Alle Pferde im Zaum halten, ne? Ja. Bälle flach. Bälle flach halten. Wir warten ab. Gut. Wir können das erlauben. Gut, jetzt kommt endlich. Endlich, wirklich. Und sie warten schon die ganze Zeit. Es tut mir wirklich leid, Sebastian, du hast die ganze Zeit schon gewartet. Ja, musstest dir diese 9 Minuten angucken. Ich habe in dein Gesicht gesehen, ich habe einen neuen Song gesehen über die Lehre, Lehre der Medien. Hoffentlich könnt ihr jetzt alles wieder rausholen. Die Zuschauer müssen nach oben. Es hängt jetzt an euch. Toi, toi, toi. Hier ist Gold Roger mit Wir bemalen den Mond. Oder bemalen den Mond. Fünf Uhr und der Abend vorbei. Dann auf einer Party im Wald, dann kam Polizei. Ein paar von uns hellwach, ein paar andere im Halbschlaf. Kopfhörer auf und dann tanze ich weiter. Keine Zeit um zu chillen, nein. Ich schau ins Schaufenster rein, ein unheimliches Bild. Wo ist das Funkeln meiner Augen? Nur ich finde es nicht. Meine Pupillen, schwarze Löcher, sie verschlingen das Licht der Laternen. Ich werf einen Blick zu den Sternen. So schön, ich denk mir, mich tritt ein Pferd. Klingeln bei Laszlo, doch er rastet da aus, sichtlich genervt. Sagt's nicht, euer Ernst, verpisst euch, ihr Wichser, kommt nicht wieder her, nein. Also ab zum Wagen von Connor. Der Himmel rot, die ersten Strahlen der Sonne glühen wie Funken in den Augen von den sengenden Flammen. Geblendet gedenk ich des brennenden Verlangs. Heute Nacht wird ein Waldbrand im Fach. Tanzen Wärme und das Feuer, Schwaden aus Rauchen. Man, die kristallklare Nacht, komm, wir bemalen den Mond. Komm, wir bemalen den Mond. Mit einem Tropfen Blut an den Fingern, nicht steht im Schatten der Sonne, er soll uns an sie erinnern. Komm, wir bemalen den Mond. Komm, wir bemalen den Mond. Nicht, dass die Nachbarn kommen, ist wahnsinnig laut. 20 Leute, 10 Quadratmeter Raum. Alle Nase lang gelabert, so warm ihre Haut. Sie umarmt mich, drückt fest zu und fragt, na, magst du mich auch? Ich weiß nicht, ich denke schon, leg nach und bin mir dann sicher. Frage den Spiegel des tiefen Schwarz ihres Blickes nach dem Funkeln meiner Augen, doch er findet es nicht. Und auch sie, nur ein verblichenes Bild ihrer selbst. Doch halt nicht denken, nur lachen, streiche die Haare beiseite, greif sie, verlieh mich im leisen Heiß ihres Atems. Halten verzweifelt am Zeiger des beiziehenden Tages, weil ein eisigkaltes Leiden in Einsamkeit bereits wartet. Aber scheiß drauf, Party, Party, doch es gibt keinen drin. Er klappt in sich zusammen, immer schön trinken. Draußen wird's dunkel, doch es endet es dann, wenn's uns verzerrt, unser brennendes Verlangen. Heute Nacht wird ein Waldbrand entfacht, tanzen Wärme und das Feuer, Schwaden aus Rauchen, man, die kristallklare Nacht. Komm, wir bemalen den Mond. Komm, wir bemalen den Mond. Mit einem Tropfen Blut an den Fingern, nicht steht im Schatten der Sonne, er soll uns an sie erinnern. Komm, wir bemalen den Mond.
Hamburg bemalen den Mond. Vielen Dank. Wundervoll. Das war sehr schön. Das war übrigens, habe ich vergessen zu sagen, eine Akustikversion. Es war nicht die Version, die man vom Album kennt, aber war sehr, sehr schön. Exklusiv. Aber wirklich für uns. Oder? Das war schön. Es hat mich hier reingetroffen, wirklich. Stimme ist super. Danke. Habt ihr denn noch einen zweiten Song? Ja. Mir wurde aus der Regie gesagt, wir haben keine Zeit mehr, aber weißt du was? Ich scheiß auf der Regie. Ja, warte mal. Scheiße her. Ja. Ja. Haut da einfach nur einen zweiten Song raus. Warum okay. Und pass auf, aber ganz kurz, bevor ihr anfangt, sagen wir nämlich schon mal Tschüss. Dann kann die Regie nämlich direkt aus eurem Song reinfaden in die weitere Sendung. Mhm. Vielen lieben Dank an Papa Kiki, unsere Sendung. Vielen Dank, dass ihr... Ne, die waren toll. Danke sehr. Ja. Vielen lieben Dank an Katjana, an euch, dass ihr zugeschaut habt. An dich. Ja, gleich gibt's noch, ne, egal, sag mal bitte, gleich gibt's noch Batman mit mir live. Die neue Ach, tatsächlich. Episode. Ja. Aber das ist irrelevant. Wichtiger ist jetzt Gold Roger, der nächste Song. Genau, hier ist Gold Roger. Wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tja, du hast gemeint, dass du Zeit brauchst. Ich sagte, kannst du dir mit? Jetzt wollte ich kurz mal vorbeischauen und fragen, Heiner, wie geht's? Hattest du Spaß, war es gut? Sind die Sorgen vorbei? Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Ha? Oder verloren, was mein? Ich fordere Schadensersatz. Weigere mich, die Zeit zu vergessen. Oder meinst du, meine Klage, die platzt? Nur weil es nun mal dein gutes Recht ist. Genau wie deine Haare zu färben. Und ja, das steht dir echt gut. Doch ich sag es dir ehrlich, vorher war's cooler, denn jetzt wirkst du anders. Du wirkst so fremd. Ich schau dich an, doch kann nichts erkennen. Ich bin geblendet, alles glänzt so schön neu. Anders, du wirkst so fremd. Ich schau dich an, doch kann nichts erkennen. Ich bin geblendet, alles glänzt so schön neu. Du bist verliebt und das ist schön. Ein Maulwurf fand seinen Himmel. Aber lass doch wieder mal was hören. Ich vergesse langsam den Klang deiner Stimme. Und ich sehe es auf Facebook. Ihr unternehmt viel zu zweit. Du sagst zwar, ey yo, wir sehen uns. Doch ich sehe mich allein. Ich sehe die Fotos von damals. Paris, Amsterdam. Doch du postest einen Status, noch nie so viel Spaß wie mit ihr hier gehabt. Na dann, ich hoffe, das mit euch hält für ewig. Läuft wie am Anfang, perfekt. Sonst käme es dich teuer zu stehen. Alle anderen sind weg, denn du wirkst jetzt anders. Du wirkst so fremd. Ich schau dich an, doch kann nichts erkennen. Ich bin geblendet, alles glänzt so schön neu. Anders, du wirkst so fremd. Ich schau dich an, doch kann nichts erkennen. Ich bin geblendet, alles glänzt so schön neu. Nein, danke, ich setz aus. Wenn ich mir die Drogen entwöhn, sagtest du, dann tust du es auch. Doch hast die Dosis erhöht. Und schau, ich hab mich gefunden. Du siehst aus, als würdest du vom Fleisch fallen. Wir waren doch mal Kumpels. Sag, was hatten wir damals gemeinsam? Ha? Kennst du wen, kannst du klären? 5, 8, 10 Stück für mich. Willst du sie sehen, solche Szenen vor dem Sterben? Sind das die Momente, die denkwürdig sind? Nein. Scheint, wir haben uns entfremdet. Sie sein, wir schielen. Ich könnte jetzt sagen, lass uns kämpfen. Doch. Wirklich jetzt anders, wirklich jetzt fremd. Schaust du mich an, doch kannst nichts erkennen. Bist du geblendet, alles glänzt so schön neu. Anders, wirklich jetzt fremd. Schaust du mich an, doch kannst nichts erkennen. Bist du geblendet, alles glänzt so schön neu. Wie mit Pep Boy. Vielen Dank.